Willkommen Leute zu einer weiteren Folge von meinen Videos über Karten, die leider ein sehr krasses Erratum bekommen haben. Und ich habe auch heute mal wieder 5 Karten rausgepickt, die wirklich nicht gerade gut abgeschnitten haben. Also wirklich, die haben es sehr schwer getroffen. Wie auch immer, ich werde heute über diese Karten ein wenig diskutieren. Und ihr könnt mir auch gerne weitere Karten vorschlagen, die ich mal in diesem Format hier erwähnen soll. Und wenn ihr die erste Folge verpasst haben solltet, dann, naja, schaut auch gerne mal vorbei. Denkt aber auch daran, dass ich mittlerweile regelmäßig Livestreame auf Twitch, beispielsweise auch heute mal wieder. Schaut da gerne mal vorbei. Und da würde ich sagen, den auch bitte an meinen Pokémon-Kanal und Deckarchives. Und dann starten wir jetzt mal mit der ersten Karte für die heutige Folge. Und wir starten heute auf jeden Fall mit dem Monster, Chaos Imperator Drache, Gesandter des Endes. Und diese Karte hier ist ein richtig großer Klassiker von der Banlist, ne? Dieses Monster hier ist ein Stufe 8 Monster, die Karte ist Finsternis und naja, auch ein Drache. Wer hätte damit rechnen können? Mit den Werten 3000, 2500, also die Blue-Eyes-Werte, weil das hier ist eine Kaiba-Karte. Und der Errater-Effekt hier lautet folgendermaßen. Kann ich jetzt zur Normalbeschwörung beschworen oder gesetzt werden, muss als Spezialbeschwörung von deiner Hand beschworen werden, indem du ein Lichtmonster und ein Finsternismonster aus deinem Grave verbannst, once per Turn. Du kannst 1000 Lifepoints bezahlen, lege so viele Karten in den Händen beider Spieler und auf dem Board wie möglich auf den Friedhof. Dann füge deinem Gegner für jede durch diesen Effekt hier auf den Friedhof gelegte Karte deines Gegners 300 Schaden zu. Du kannst während des Spielzuges, in dem du diesen Effekt hier aktivieren solltest, weder andere Karten noch Effekte aktivieren. Diese Karte wurde wirklich krass genervt, ne? Das kann man nicht anders sagen. Denn damals war es so, meine Freunde, dass man wirklich halt im Spielzug, wo man diese Karte genutzt hatte, noch beliebig andere Karten nutzen durfte und das hat logischerweise viele krasse Sachen enabled, beispielsweise den Yatta-Lock. Ich denke mal, ihr kennt das alle, oder? Der wohl erste konstante Lockdown im gesamten Kartenspiel. Das ist ziemlich spielentscheidend gewesen damals und es musste schnell verboten werden. Und es war halt so, dass man einfach mit dieser Karte hier das eigene Board aufgeben konnte und auch alle Karten des Gegners und von sich selber, die man noch so übrig hatte. Dabei ist dann ein Sangang gestorben zum Beispiel, der hat dann Yatagara so rausgesucht und das war halt ein Spirit-Monster, was reinrennen konnte für 200 Schaden, um dafür zu sorgen, dass der Gegner halt nie wieder Karten nachziehen kann. Und so hat er dann quasi jede Runde 200 Schaden gefressen, bis er tot war und er kam nie wieder an weitere Ressourcen ran. Und naja, dieses ganze Set hat logischerweise, dass der Gegner keine Ressourcen mehr hat, hat diese Karte hier enabled und auch die Search von Sangan hat diese Karte enabled, also das hier war so ein bisschen einer der großen Dreh- und Angelpunkte, weswegen Yatagara so damals eskaliert ist und deswegen ist es halt heutzutage nicht mehr möglich, halt in der Runde, wo man diesen Effekt aktiviert, durch andere Karten zu nutzen, das macht schon Sinn. Aber das zerstört halt so ein bisschen diese Karte, denn ganz ehrlich, dieses Monster ist zwar nicht teuer, keine Frage, aber um halt ein Lichtmonster und ein Finsternismonster in den Grave zu bekommen, braucht man zumindest minimales Setup, aber das ist hier nicht mehr gegeben, weil du darfst ja hiervor nichts tun in dieser Runde. Also ein bisschen Setup brauchst du halt schon, aber das ist hier nicht mehr wirklich gegeben. Schon ein bisschen bitter. Und es geht sogar noch weiter. Diese Karte hier hat damals deutlich mehr Burn-Schaden gemacht und zwar haben damals auch die Karten gezählt für den Burn-Schaden, die man selbst verliert. Und dann war es möglich, hiermit teilweise, keine Ahnung, über 5000 Burn-Schaden zu machen. Das war gar nicht mal so unrealistisch. Es ist schon sehr, sehr insane. Es gibt generell kaum eine erlaubte Karte, die die gesamte Hand vom Gegner entfernen kann. Das ist natürlich ziemlich broken. Wir müssen festhalten, diese Karte hier ist nicht ganz unspielbar. Es gibt Drachenhaufen, wo man die Karte heutzutage noch spielen kann, die so ein bisschen chaosmäßig angelehnt sind. Beispielsweise diese Thunder Dragon Haufen und so spielen die Karte teilweise. Aber es wird immer seltener, dass diese Karte gesehen wird. Und wenn diese Deckart mal aussterben sollte mit diesen ganzen Chaos-Drachen, was schon vorstellbar wäre in den nächsten Jahren, dann, naja, hat diese Karte hier gar nichts mehr zu melden. Das wäre schon sehr schade und die hat jetzt aktuell schon wirklich keinen so sicheren Stand. Wie auch immer. Nette Karte, aber die wurde wirklich sehr heftig genervt, aber wenn sie so erschienen wäre, wie sie damals war, wäre das auch sehr bedenklich gewesen. Als nächstes haben wir jetzt eine Zauberkarte, und zwar die Karte Zukunftsfusion und diese Karte hier ist eine permanente Zauberkarte mit dem Effekt, während deiner ersten Standby-Phase nach der Aktivierung dieser Karte, zeige ein Fusionsmonster in deinem Extra-Deck und lege das auf ihm aufgeführte Fusionsmaterial von deinem Main-Deck auf den Friedhof. Während deiner zweiten Standby-Phase nach der Aktivierung dieser Karte, beschwöre ein Fusionsmonster mit demselben Namen wie das gezeigte Monster als Fusionsbeschwörung von deinem Extra-Deck und wähle es als Ziel für diese Karte. Wenn diese Karte hier das Board verlassen sollte, zerstöre das gewählte Ziel. Wenn das gewählte Ziel zerstört wird, zerstöre diese Karte. Also diese Karte hier verbindet sich quasi, ähnlich wie beispielsweise Ruf der Gejagten mit dem Monster, das sie beschwört. Es ist wirklich eine sehr, sehr coole Zauberkarte. Und der Name Zukunftsfusion passt hier, natürlich wie die Faust aufs Auge. Man kann wirklich ein Monster einige Runden später beschwören, was man hier zunächst vorbereitet. Es ist wirklich interessant, doch was hat sich jetzt geändert? Ganz einfach, früher war es denkbar,
tatsächlich mit dieser Karte hier sofort das Material von dem Fusionsmonster in den Grave zu legen vom Main Deck aus und dann zwei Runden später das Monster zu bekommen, wie es halt heutzutage immer noch so ist. Aber der Vorteil war logischerweise, dass dieses ganze Material einfach sofort in den Grave gewandert ist. Und das waren gratis Mills. Es ist halt schon böse. Denk beispielsweise an den Five-Headed Dragon oder so, ne? Nur mal ein Beispiel. Und den zu beschwören musst du einfach nur Drachenmonster weglegen. Du kannst also hiermit dann theoretisch jeden Drachen millen, den du willst, und zwar 5 Stück auf einmal. Und das ist nur ein Beispiel. Es gibt noch viele andere Karten, die halt wirklich generisches Fusionsmaterial brauchen. Und dann kann man hiermit gefühlt alle Monster millen. Es ist halt wirklich so eine Art törichtes Begräbnis auf Steroiden. Und man bekommt dann auch sogar ein gratis Bossmonster nach einigen Runden. Es ist wirklich sehr, sehr overdesigned leider für die heutige Zeit. Denn Grave-Effekte werden immer besser und diese Karte hier wird mit jedem weiteren Fusionsmonster gefühlt stärker. Wirklich, immer. Aber jetzt ist es halt so, dass diese Karte mittlerweile nicht mehr wirklich gespielt werden kann, denn ganz ehrlich, die Summon von den Bossmonster war schon damals zu langsam. Aber wenn das heutzutage quasi der einzige Sinn von dieser Karte hier noch ist, dann kann sie sich logischerweise in einem noch schnelleren Kartenspiel von heutzutage nicht mehr so gut halten. Ja, man kann auch millen, aber es dauert halt auch eine Runde und das ist zu lahm. Ich würde sagen, die Karte ist leider ausgestorben, aber die war mal nett. Aber man muss sagen, das Erratum war schon etwas devastating. Als nächstes habe ich jetzt ein weiteres Monster, und zwar das Monster Schicksalsheld des Commander. Und das ist halt einfach ein Stufe 1 Monster mit der Eigenschaft Finsternis und naja, den Typen Krieger und den Werten 300, 300 und dem Effekt kann ich in dem Spielzug, in dem diese Karte hier auf den Friedhof gelegt wird, als Spezialbeschwörung vom Friedhof beschworen werden. Falls diese Karte hier als Spezialbeschwörung vom Grave beschworen wird, du kannst zwei Karten ziehen, du kannst diesen Effekt hier von dieser Karte hier nur once per Duel verwenden. Und das ist halt wirklich verdammt bitter. Denn diese Karte hier wurde einfach nur komplett tot genervt, das kann man nicht anders sagen. Es war halt früher so, dass diese Karte einfach so, ohne irgendwelche Bedingungen, sofort wiederbelebt werden konnte über externe Effekte. Und dann konnte diese Karte hier, ohne Once per Turn oder ohne Once per Duel, immer zwei Karten ziehen, wenn man sie quasi wiederbelebt hat. Also, wenn man diese Karte beispielsweise in der Main Phase 1, naja, weggehauen hat über einen Effekt in den Grave und die Karte dann meinetwegen fünfmal wiederbelebt hat, dann konnte man halt einfach 10 Karten ziehen, ohne Probleme. Und dass Draw-Effekte so logischerweise sehr leicht abused werden können, in der heutigen Zeit, muss ich, denke ich, keinem erzählen. Es hat nicht lange gedauert, dass diese Karte hier eskaliert ist und dann kam sie halt wirklich jahrelang nicht wieder, aber jetzt schon. Weil jetzt kann man diese Karte halt nicht mehr in der Runde vom Grave specialen, wo diese Karte hier in den Grave gelangt, was halt das Ganze sehr langsam macht. Und dieser ganze Draw-Effekt ist hier einfach jetzt once per Duel, das bedeutet, man kann maximal, naja, plus 1 gehen oder so. Und das ist nicht wirklich impressive. Diese Karte hier wurde komplett zerstört. Also wirklich in jeder Hinsicht, es gibt keinen Grund mehr, diese Karte zu spielen. Es ist vielleicht noch denkbar, die Karte einzubauen in manche Decks, aber es ist wirklich knifflig, weil dieses eine Runde lang warten ist echt too much eigentlich. Sehr, sehr schade, weil das ja war mal eine der besten Draw-Karten im Spiel, aber man kann auch verstehen, dass die Karte halt genervt wurde, weil sowas wäre heutzutage logischerweise sehr, sehr grenzwertig. Wir haben mittlerweile Monster Reborn oder beispielsweise World Legacy Succession und viele andere Wiederbelebungskarten. Wir haben Back to the Frontlines und Call of 3 und was weiß ich was und diverse themeninterne Effekte. Man kann teilweise, ja, so viel tun, auch über Link-Monster. Es wäre so krass, wie man diese Karte hier loopen könnte und es wäre jedes Mal wieder ziehe zwei Karten. Sehr, sehr krass. Aber gut, so können wir die Karte logischerweise nicht mehr ganz so ernst nehmen, leider. Als nächstes habe ich jetzt mal wieder eine Fallenkarte. Und zwar die Karte Ring der Zerstörung. Und diese Karte hier ist eine normale Fallenkarte mit dem Effekt. Während des Spielzuges deines Gegners wähle ein offenes Monster, das dein Gegner kontrolliert und dessen ATK kleiner oder gleich seinen LP sind, zerstöre das offene Monster. Und falls du dies tun solltest, erhältst du Schaden in Höhe seiner Grund-ATK. Dann füge deinem Gegner Schaden in Höhe des Schadens zu, den du erhalten hast. Du kannst nur einmal diese Karte hier pro Spielzug aktivieren. Ich muss sagen, diese Karte hier war mal ein unfassbar mächtiger Staple, der sehr, sehr dumm war. Denn diese Karte hier konnte ohne Probleme Unentschieden erzeugen. Denn es war damals einfach so quasi, dass man den Schaden gleichzeitig erhalten hat. Also in diesem Erratungseffekt steht ja quasi, dass du den Schaden zuerst anstecken musst, aber damals war das nicht so. Das bedeutet, ihr habt dann beide beispielsweise 3000 Schaden eingesteckt und seid beide gleichzeitig gestorben, wenn ihr weniger Life Points hattet. Und das ist halt auch eine Änderung, ne? Damals konnte man hiermit quasi noch Spieler töten. Das ist heutzutage nicht mehr möglich. Diese Karte hier kann nur noch den Gegner töten, wenn er exakt so viele Life Points haben sollte, wie das Monster, was man wählt.
wenn er irgendwie weniger Life Points haben sollte, ist diese Karte hier einfach tot. Das ist mega, mega bitter. Als diese Karte so wiederkam, nach einigen Jahren, haben einige Leute versucht, die Karte hier noch zu spielen. Für einige Monate, beziehungsweise eigentlich nur Wochen. Aber es wurde schnell klar, dass sich diese Karte hier in keinster Weise mehr lohnt und die ist einfach sehr, sehr schlecht geworden. Im Late Game beispielsweise ist sie ständig tot, die verletzt dich selber, du kannst kein Unentschieden mehr rausholen, sondern verlierst einfach, weil du zuerst den Schaden einsteckst. Es ist mega, mega traurig. Ich muss sagen, das ist so eine Karte, die werden wir wahrscheinlich nie wieder spielen. Es gibt einfach Besseres. Und die wurde wirklich komplett tot genervt, also das ist so nicht mehr ernst zu nehmen. Und zu guter Letzt haben wir jetzt noch ein Synchro-Monster, und zwar die Karte Goyo-Wächter. Und diese Karte hier ist ein Stufe 6 Monster mit der Eigenschaft Erde und naja, dem Typen Krieger und den Werten 2800, 2000. Und beschworen wird diese Karte heutzutage aus einem Erdetuner und einem oder mehr Nichtempfängermonstern. Also diese Karte hier wurde ungenerisch, dank Erratum. Und der Effekt? Wenn diese Karte hier Monster deines Gegners durch Kampf zerstört und auf den Grave legen sollte, du kannst das Monster als Spezialbeschwörung auf deine Feldseite in Death beschwören. Diese Karte hier war mal sehr, sehr gut, keine Frage. Wir hatten hier quasi damals einfach ein generisches Synchro-Monster, das nicht aus einem Erdetuner gebaut werden musste, mit 2800 ATK das Monster klauen konnte. Das war schon für die damalige Zeit sehr, sehr respektabel. Und da wurde diese Karte hier etwas overused und dann leider verboten und sie kam lange Zeit nicht wieder. Doch dann kam sie wieder und sie war leider nicht mehr gut, weil so ein Effekt hier heutzutage nicht mehr insane ist, in keinster Weise. Wir haben deutlich, deutlich, deutlich stärkere Karten heutzutage und da ist das hier eher lachhaft. Aber im OCG war diese Karte halt immer noch banned und dann hat sie dort eine Rate bekommen und das kam auch zu uns. Und jetzt kann man diese Karte hier nur noch bauen aus einem Erdetuner, toll. Das bedeutet, man hat quasi ein sowieso schon fast unspielbares Synchro-Monster noch weiter genervt. Das hat diese Karte hier so Bullshit gemacht, dass sie heutzutage in keinem Deck mehr drin ist, in wirklich gar keinem. Ich kenne kein Thema, was Goyo-Wächter gewinnbringend spielen kann. Es gibt sogar teilweise deutlich bessere, generische Stufe 6 Synchro-Monster, zum Beispiel Korallendrache. Es ist deutlich, deutlich sinnvoller. Und selbst das ist nicht broken, also generell braucht man halt selten nur Stufe 6 Synchro-Monster, das ist nicht so gefragt in den meisten Themen. Es geht eher meistens so auf Stufe 8 hinaus, wie auch immer. Sehr, sehr schade, was diese Karte hier alt ist, weil dieses Erratum war wirklich das Unnötigste, was es jemals gab. Das war ein riesiger Fehler von Konami, aber kann mal passieren, ne? Aber deswegen kann man diese Karte leider nie wieder ernst nehmen. Also das ist, denke ich, ganz klar, sowas hier kann nicht mehr gut werden. Doch ich würde sagen, das war's auch schon mit der heutigen Folge. Ihr wisst Bescheid, Freunde. Schreibt mir gerne eure Meinung zu den Karten, die ich heute genannt habe, in die Kommentare, so wie immer. Und ihr wisst Bescheid, Freunde, ich streame mittlerweile regelmäßig live auf Twitch. Also ihr könnt mich da auch beispielsweise kostenlos abonnieren über Twitch Prime. Also wenn ihr halt Amazon Prime habt, dann würde mich das unterstützen und es würde euch nichts kosten. Wie auch immer, ich werde es mal verlinken. Und denkt auch bitte daran, dass ich halt einen Sponsor habe, und zwar Lotte Cards, sowie einen Pokémon-Kanal und Deck-Archives. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns dort. Und ich denke mal, dass wir auf jeden Fall noch eine weitere Folge hiervon produzieren können, weil es gibt leider sehr viele Errata-Karten und viele davon sind nicht gut gealtert. Und an dieser Stelle auch Dankeschön an meine Patreon-Spender. Ohne euch würde es meine Kanäle vielleicht in einiger Zeit nicht mehr so geben, wie wir sie gewohnt sind. Deswegen riesiges Dankeschön an euch. Und ihr seht jetzt hier noch meine Endcard. Links ist mein Pokémon-Kanal, rechts daneben ist mein Sponsor und rechts daneben sind noch zwei Videos. Das obere wird euch von YouTube empfohlen und das untere ist die letzte Folge dieses Formates. Deswegen schaut da mal rein. Bis bald. Tschüss.